Diese Generation ist geistig verarmt durch die moderne Technik. Ein Urteil vieler Soziologen über uns 90er Kids. Eine sich wiederholende Kritik an der jeweils jüngeren Generation und eine sichere Konstante in der Gesellschaft. Denn schon vor 2500 Jahren war Sokrates der Meinung, die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, widerspricht ihren Eltern, legt die Beine übereinander und tyrannisiert ihre Lehrer. Was die 90er Kids anbelangt, wird oft die Störkraft der wachsenden Heimkonsolen genannt. PlayStation, Super Nintendo, N64, Dreamcast, GameCube und schließlich der PC. Für uns Kinder waren dies Wunderlampen. Der Genius Electronicus entsprang ihnen auf Knopfdruck. Und dieser Genius Electronicus regierte uns Kinder und auch deren Mütter. So verkaufte meine Mutter beispielsweise 5 Kilo all mein Legos auf eBay Kleinanzeigen und machte mit 14 so eine Zäsur wie Cäsar, einen Cut, an dem meine Kindheit abrupt endete. Hey, doch gut so, denn somit war noch mehr kindlich neugieriger Fokus auf den PC und seine Spiele, diese tiefen Simulationen und tiefen Stimulationen meines kindlichen Bewusstseins. Noch heute träume ich Shooter- und Flugsimulatoren-Genres, aber mein Bewusstsein weiß wohl immer über den Simulationscharakter. Ich habe deswegen fast nie Albträume, egal wie brutal oder gruselig, denn mein Kopf deklariert sie stets als Spiel. Ohne wirklich klar zu träumen, begreife ich das Geschehen insgesamt wohl als Simulation. Naja. Zurück zum Thema. Wir, die Generation X, Y und Z, pädagogische Konzepte, was sagt wohl eine Mutter in Franken dazu? Also ich würde mein Kind auch nicht als Jugendliche auf sogenannte Vollmond-Partys gehen lassen, diese neospirituellen Veranstaltungen, Jugendinitiationen, die an archaisch-kontinental-europäische Rituale angelehnt sind und die Jugendlichen in die Welt der Mystik und Wurzeln führen soll. Angeblich frei von jeglicher Politik und Agenda. Allein die Weihe der Natur durch den Schaman. Ja, Frali, ich verkauf lieber sein Lego. Hörst du? Ich verkauf dein Lego. Ist schon auf eBay. Ich drehe mich abrupt vom Bildschirm weg, an dem ich gerade 60.000 Quadratmeter Levelfläche für ein Spiel erstellt habe. Ach Mutter, die zittrige Faust deiner schnöden Prosa zertrümmert meine Poesie des Träumens. Warum vertilfst du mein Lego? Lego mio. Sie antwortet mir nicht, schaut stattdessen auf meinen jägergrünen Smoothie und meint, wie kann man Gmöchner so verunstalten, diese Jugend? Auch für das Lego kommt die Nachmittag schon an interessant. Gemüse verunstalten? Interessant? Mutter, siehst du deinen Sohn nicht vor dir? Ein Verbrecher ohne Verbrechen. Und er trinkt einen Smoothie gleich einem Tore aus der Amphore des Lebens und steigt auf, sich der Ordnung enthebend. Was willst du denn von mir erreichen? Soll ich weg vom PC? Diese Technik hier ist die Zukunft. Schau! Und ich zeige auf dem Bildschirm Innenräume eines erstellten Levels. Schau dir diese Spielphysik an. Die freihängende Kette, die Bewegungen und der Schattenwurf jedes einzelnen Kettengliedes, das habe ich selbst geschaffen. Am PC spüre ich mein Potenzial und den Raum der Möglichkeiten, so wie ein T-Rex sie fühlt, wenn er durch einen weitläufigen Freizeitpark marschiert und überall diese leckeren Menschen sieht. Verstehst du? Soll ich stattdessen lieber ein Musikinstrument lernen? Aber Mutter, in welches Schloss passen denn Violinschlüssel? Meine Mutter darauf, es wäre einfach mal schön, wenn du endlich Verantwortung übernimmst. Was ist zum Beispiel mit deinen Vulkankaninchen? Ich, zum Kuckuck mit den Vulkankaninchen. Egal was ich mache, sie brechen ständig aus. Ich habe schon die Lavalampe aus meinem Zimmer in ihren Stall gestellt, doch Magma verwirrt das und er pisst mir ständig das ganze Stroh zu. Kurze Stille. Mama macht kehrt und geht, weil es an der Tür klingelt. Wohl der Lego interessant? Vielleicht hat aber auch das Argument mit der Lavalampe bei ihr gezogen. Ich drehe mich wieder dem Level zu und beginne, einen unterirdischen Bau für die Vulkankaninchen zu designen.